Und wir sind heute zu Gast. Und bei mir ist einer ja, der Gründer, sage ich mal. 1948 waren Sie ja mit dabei, um diesen Tischtennisverein, Herr Wagner, ins Leben gerufen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was war das für eine Zeit damals nach dem Krieg, dass man da schon wieder ans Tischtennis spielen gedacht hat? Da hat man sicher andere Probleme gehabt. Selbstverständlich hatte man andere Probleme. Aber gerade der Sport hat die jungen Leute wieder zur Kameradschaft geführt. Und deswegen ist man gerne zusammengekommen, um irgend in einem Verein Sport zu treiben, wieder Leute zu finden, die dieselben Interessen haben. Und deswegen sind in Kronach schon 1946 mehrere junge Leute zusammengekommen, haben im alten Turnerheim, unser jetziges Turnerheim ist ja erst 1989 eingeweiht worden, und die haben im alten Turnerheim gespielt. Und sie hatten damals, ich würde so sagen, auch schon einen Sponsor, nämlich den damaligen US-Stadtkommandanten Major Lund. Der war ja, glaube ich, total Tischtennis begeistert. Der hat ja die Idee, hier einen Turnerverein oder einen Tischtennisverein hier ins Leben zu rufen, ja gleich gierig aufgegriffen. Ja, der war eigentlich für alle Sportarten sehr aufgeschlossen. Und zwar auch bei Fußball war der, bei jedem Fußballspiel war der anwesend. Und der hat also auch den jungen Leuten die damals so seltenen und begehrten Sachen zugesteckt, wie Zigaretten, Schokolade, andere Lebensmittel. Es gab ja damals nicht viel. Wie konnte er Sie speziell unterstützen für den Tischtennisverein, für die Gründung? Ich glaube, die Räumlichkeit war ein wesentlicher Grund, damit man überhaupt mal hier was gründen kann. Ja, selbstverständlich. Das dort alte Turnerheim war durch die Belegung im Kriege sehr heruntergekommen. Und das musste instand gesetzt werden. Aber man hatte auch seitens der US-Militärregierung andere Gedanken. Man nannte das damals Umerziehung der Jugend, GYA, German Youth Agility. Und da stellte man zwei Tischtennistische zur Verfügung und sorgte auch für die damals ja fast nicht erschwinglichen Tischtennisbälle. Ein Tischtennisball wurde gegen einen Karl-May-Band getauscht damals. So wertvoll waren die. Konnten Sie während der Kriegsjahre überhaupt Tischtennis spielen? Nein. Tischtennis war bis 1945 als Sportart hier in unserer Gegend überhaupt unbekannt. Wann lag das? Dass es einfach auch wieder zu teuer war oder dass es andere Sportarten gab, die vom Staat, ja, vom Nazireich mehr unterstützt worden sind? Also unterstützt wurde Tischtennissport überhaupt nicht und es ist auch so, es war eben nicht bekannt. Es war eine ganz neue, junge Sportart, die erst nach dem Krieg aufgekommen ist. Was ist für Sie in den ganzen Jahren, in Jahrzehnten, was hat sich da geändert? Sie spielen ja immer noch Tischtennis. Ja, ich spiele jetzt noch in der vierten Mannschaft des Vereins, in der Kreisliga 3. Na, mit immer wieder wechselnden und immer schlechteren Erfolgen in meinem Alter. Das geht halt leider nicht anders. Aber es hat sich viel geändert. Wir hatten damals fast keine Auto zur Verfügung. Alle Fahrten wurden mit der Bahn zurückgelegt. Wenn oder mit dem Fahrrad nach Nordhalben, Teuschnitz, sind wir mit dem Fahrrad gefahren. In, das war ja gleich Konditionstraining. Ja, aber man war natürlich auch müde, wenn man Berge, die Räder den Berg hinaufschieben musste. Und es war aber andererseits auch wieder schön. Die Spieler waren mehr zusammen und das förderte die Kameradschaft. Es war sehr schön. Und man spielte allerdings damals in Lokalen, meist in Räumen von Gastwirtschaften, die heute überhaupt nicht mehr zumutbar und nicht mehr verständlich sind. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und Sie sind jung geblieben, das sieht man, Herr Wagner. Herr Wagner, Herr Wagner, ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch. Meine Damen und Herren, nach der Werbung werden wir uns dann über das Aktuelle und auch über den Sport Tischtennis unterhalten. Bleiben Sie also dran. Das ist TS Kronach und bei mir ist der erste Vorsitzende jetzt, Herr Karl-Heinz Babinski, und zwar nicht nur der erste Vorsitzende der Tischtennisabteilung, sondern auch des Gesamtvereins. Wir haben uns gerade mit Herrn Wagner ein bisschen über die Geschichte auch unterhalten des Tischtennisvereins. Wir wollen jetzt vielleicht auch mal über den Sport ein bisschen uns unterhalten. Tischtennis ist ein Sport, der von vielen betrieben wird, aber im Fernsehen relativ selten zu sich kommt. Warum? Das liegt eigentlich hauptsächlich, glaube ich, daran, dass der Sport fürs Fernsehen zu schnell ist. Der Ball, der geschlagen wird, erreicht natürlich Spitzengeschwindigkeiten. Die Volkshochschule Köln hat mal festgestellt, dass die Reaktionszeit eines normalen Menschen eigentlich nicht ausreicht, um einen hartgeschmetterten Ball zu retournieren. Aber manchmal gelingt es halt trotzdem und dann einen Zuschauer, der dieses im Fernsehen nicht sehen kann, klarzumachen, diese Leistung, diese athletische Leistung, ist
fast unmöglich. Das ist eine der schnellsten Sportarten ja, natürlich. Der Welt. Wenn man das selber betreibt, dann, ich denke mal, wenn ich selber Fußball spiele, dann möchte ich es auch im Fernsehen sehen. Das findet man ziemlich schade wahrscheinlich, dass nur ab und zu mal Jörg Roskopf beim großen Turnier gezeigt wird, aber sonst gar nicht. Ja, natürlich. Denn ich meine, gerade Nachahmungseffekt ist ja eigentlich sehr groß bei der heutigen Jugend. Und wenn dann Leitbilder da sind, die gezeigt werden, dann ist das natürlich auch für diese Sportart und für jede Sportart gut und würde dann zu einem kleinen Boom, hat er beim Boris Becker zum Beispiel gesehen, führen. Und ich meine, das würde dem Tischtennis mit Sicherheit auch nicht schaden. Sie sprechen die Jugend an, hier am Nachbartisch spielen ja? Zwei Jugendliche. Ist die Nachwuchsarbeit deswegen schwieriger, weil viel weniger nachkommen, oder ist der Tischtennissport immer noch einer, wo die Leute nachkommen? Es ist eigentlich ein Sport, wie bei jeder Sportart so, dass es an den Übungsleitern liegt. Wenn man einen guten Übungsleiter hat, der bereit ist, seine Freizeit zu opfern, und das haben wir, dann kommen die Jungen auch. Ich meine, wenn sie auf sich allein gestellt werden, das ist egal, welche Sportart es ist, dann kommen sie nicht. Aber das ist bei uns ganz gut gelöst mit dem jungen Martin Geisler, der aus der eigenen Jugend auch stammt und der die Jugend betreut. Und da haben wir einen ganz schönen Boom im Moment. Der richtig gut motivieren kann. Jetzt gibt es immer noch Leute, die sich mit Tischtennis nicht so gut auskennen. Was braucht man für ein Handwerkszeug und was ist das Besondere an dem, was wir jetzt hier in der Hand haben? Nun ja, es ist so, dass ein Tischtennisschläger, das Holz ist immer sehr wichtig. Es gibt da also von Abwehrhölzern bis Angriffhölzern alle Varianten. Daneben zwei Gummibeläge. Deren also reibungseffizient ganz unterschiedlich sein kann. Jeder Tischtennisspieler hat, glaube ich, auch eine ganz eigene Richtung, wie er dieses Gummi gerne. Was wir hier sehen, das sind Schläger, die die Noppen nach innen haben. Ja. Dann gibt es Schläger, die die Noppen nach außen haben. Die beiden farbigen Seiten, also rot und schwarz, ist vorgeschrieben, damit man als Gegenspieler auch immer sehen kann, wenn mit welcher Seite. Ich meine, weil die Rotation des Balles, die halt der Zuschauer leider auch nicht sehen kann, durch den Belag sehr beeinflusst wird. Und wenn ich einen sehr arg unterschnittenen Ball retournieren will, muss ich halt ihn in die Höhe bringen. Wenn ich das nicht sehe, aufgrund des Schlages, dann geht er natürlich ins Netz. Und das sind dann Fehler, die für einen Zuschauer kaum nachvollziehbar sind. Im Vergleich zum Namensvetter Tennis ist also der Tischtennisschläger wahrscheinlich noch komplizierter und unterschiedlicher zwischen den einzelnen Spielern. Ja, natürlich, weil der Reibungskoeffizient ist viel höher. Das heißt, die Rotation des Balles ist viel höher. Und deswegen, nachdem ja auch der Gummi sehr griffig ist, kann sich die gegnerische Rotation sehr leicht auswirken. Und dann, wenn man den Ball auf den Schläger bekommt, hat ihn falsch eingeschätzt, dann geht er irgendwo hin, bloß nicht dorthin, wo er soll. Jetzt haben wir noch einen kleinen Ball. Was ist das hier? Was besteht er? Der besteht aus Zelluloid. Früher hat man es noch gesehen, dass hier, das sieht man sogar heute noch, dass es zusammengeklebt ist. Mhm. Und diese Bälle, die müssen also absolut rund sein und das Gewicht muss ganz genau passen. Denn die Tischtennisspieler, die sind sehr, sehr eigen. Wenn ein Ball etwas unrund ist oder irgendeine vom Gewicht her nicht so passt, dann kann man es schon vergessen. Alle. Ein Hobbyspieler kommt damit aus, ein Vereinsspieler nicht mehr. Sie haben ein Stichwort gegeben, Hobbyspieler. Ich bin ein Hobbyspieler, also ganz, ganz schlecht. Sie spielen aber noch in der ersten Mannschaft. Sie sind da richtig noch voll dabei. Ich bin richtig noch voll dabei. Jetzt möchte ich was lernen von Ihnen. Das wird also kaum möglich sein, weil, wie wir gerade eben gesagt hatten, das Handwerkszeug ist sehr wichtig. Ich habe mein Handwerkszeug nicht dabei. Und ich habe meinen Holzschläger auch nicht dabei. Lassen Sie es einfach mal versuchen. Und Sie können ja vielleicht mal sagen, was ich falsch mache einfach. Wo Sie einfach sehen, da ist irgendwie von der Bewegung grundsätzlich alles verloren. Sehen Sie, da fängt es schon an. Ja, in dem Ball war eine ganz kleine Rotation nach oben und deswegen haben Sie den Schläger gerade gehalten, deswegen ging er nach hinten. Sehen Sie, ich werde es mir zwar nie merken können. Sehen Sie, gleich wieder den gleichen Fehler gemacht. Und jetzt versuchen wir mal, der kommt dann, wie gesagt, nach unten, weil die Rotation nach unten war. So, sehen Sie den Unterschied? Ihre Angabe ist schon fast nicht zu retournieren. Sind Sie eher Abwehr- oder eher Verteidigungsspieler? Ich bin ein Allround-Spieler, wie man ein so schön sagt. Aber mit dem Drang nach vorne. Ich sehe es. Herr Babinski, sehen Sie noch irgendeine Hoffnung, dass aus mir was werden könnte? Ja, natürlich. Hoffnung ist eigentlich zu wenig gesagt. Sie bewegen sich recht gut für einen Hobbyspieler. Und wenn Sie noch fleißig trainieren, dann kann ich mir vorstellen, dass aus Ihnen noch ein recht passabler Tischtennisspieler wird. Sie alter Lügner. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Sie bleiben dran, liebe Zuschauer.